Ich mache jede Runde ungefähr einen Schadenspunkt, also Gleich hunderte haben wir Runden. Karten, Dann ist ne? Der Quizlinger ist jetzt schon durch. Dann darf Jalan, du darfst nicht vorziehen, weil du jetzt dran bist. Ja, okay, dann bringe ich halt jetzt, wie gesagt, herbei und möchte den Asbrechhasen benutzen, den Kerzenständer. Ja, gib mir mal eine Mechanikprobe. Minus 3. Mechanik? Und zum. Ja, minus 3. Ist eine, ist Okay. ein, ist ein Hilfsgegenstand, der ist nicht gut, Mechanik aber. habe ich nicht, wenn das ein Handwerk ist. Ist ein Dann Wissen. kannst du ableiten mit einer plus 10 auf irgendwas anderes. Nee, würfel eine Körperwäschungsprobe, ist okay. Also, EMC minus 3 noch drin, ignoriere die. Ist trotzdem geschafft. Warte, Ist trotzdem erst. geschafft, ja, aber gut, es knackt Es und war ja schon fast offen. ja, richtig, es knackt. Du hebelst und damit bist du fertig. Ja, ich rufe noch Waffen. Iserun. Ja, ich würde Boltax nacheilen, wenn ich merke, dass er versucht, die Kiste aufzubrechen, um ihm zu helfen, was ja jetzt nicht mehr notwendig ist, und ja, Waffen entgegenzunehmen. Ja, dann eine Aktion Position und dann kannst du zu den Waffen greifen. So schnell ziehen? Nein. Gut, dann kannst du dir eine von den Waffen aussuchen. Ja, nehme ich meinen Stab. Gut, Stab. Dann nach Iserun kommt. Kürzlinger ist durch. Rafim. Ist das Vieh denn mir noch zugewandt oder wem ist es jetzt zugewandt? Weil es hat ja gerade hinter Jalan hergeprügelt. Ja, es hat Jalan eben zweimal, dreimal angegriffen. Versuche es zu reizen, dass es aber jetzt nur noch mich angreift. Kann ich das irgendwie erwürfeln mit Überreden, Überzeugen oder so? Magiekunde-Probe. Ah, da bin ich raus. Ja. Kannst auch auf Zayat würfeln. Ja, nur ein Um zu Punkt, wissen, was Nur hast du ein dann im Punkt, wunderbaren okay. Kombi, Du oder was? siehst, wer in deine Richtung ruckt. Ja, und Vielleicht hat dann klatsche vielleicht. ich ihm in die Fresse. Ja, okay, dann hau mal zu. Hier, komm. Gar nicht so eine schlechte Probe. Ja, hier, komm, lass mich meinen 1 Damage machen. Oh, das ist 1 Damage. Oh, das sind 2 Schaden. Rüstungsschutz ist, ja, sind zwei Schaden. 2x2. Siehst du? 2x2, gut. Dann, nach Rafim ist Abelmir. Ich würde einen Tritt probieren. Du bist jetzt fingerfertig und trittst zu. Er ist auch 10 fertig, muss man dazu sagen. Ich habe es geschafft. Hat der Ja, Kürzlinger mit gleich mal magischem einen Schaden, sehr gut. 1W plus 3, also glaube ich zu rechnen, und Jetzt 1W seid plus solche 4, Lappen, ey. 5 insgesamt da. 5? Plus 3. Plus Warum 3? plus Warum nur so? plus 3? Ach, ne, ist noch Raufantrag da plus. Achso, die Ansage ist ja. Ah, okay. Gut, Tritt wie ein Hochschlag. dann machst du einen Schaden. Ja. Ja. Da mache ich ja mit meinen Aber mir, ungewandten Zeug willst du noch ein zweites Mal zutreten? Ja. Diesmal 5. Jetzt bin ich mutig. Du wandelst um, ne? Das ist ein 9er Erschwernis. Ach so. Ihr könnt währenddessen ja einige Rufe hören und seht jetzt auch, wie an dem anderen Altartisch, da wo der hohe Vater und die hohe Mutter stehen, auch Kurian von Rabenmund steht, der entsetzt auf seinen Doppelgänger blickt und ein leises "Bei Praios" erklingen lässt. Er ist natürlich ebenso unbewaffnet wie ihr. Jetzt bin ich hundertprozentig überzeugt, dass er der Echte ist. Ach, jetzt wär's. Das Jetzt kann nicht wär's. sein. Davor hätten beide Keras ist dran dran. sein können. Keras ist dran. Ich stehe immer noch hinter ihm, wenn er sich zu Rafim gedreht hat. Kann ich ihm irgendwie die Schnallen seiner Rüstung öffnen? Du Das wäre kannst die es Fingerfertigkeit. versuchen. Mach mal Ja, eine Keras ist gut im Schnallen öffnen, ja? Fingerfertigkeit plus 4. Kann ich aus erster Hand belegen. Ich versuch's. Kannst ja einen Betören versuchen. Versucht heute mal den Dämon zu massieren. Alter. Betören-Spezialisierung BHs aufmachen oder was? Ja, richtig. Ja, ich vermittere mal den Rüstungsschutz von 3 von 4 auf 3. Auch wenn es ein Dämon ist und der sowas wie eine natürliche Rüstung hat, aber er ist ja aktuell in der Kurian drin. Hat immer Sehr auch Kurier. schön. Gut, dann War nach das eine oder Keras. zwei Aktionen? Das waren zwei Aktionen. Gut. Nächste Kampfrunde. Voltax. Ja, ich schnapp mir meine beiden Dolche. Möchte auch Ja. vorziehen. Wie gesagt, er sieht krankhaft gelb aus. Also, ist das noch Welch? dein Dolch? Der Der Bernsteindolch, oder? Bernsteindolch, ja. So, gut. Kann man jetzt nichts machen. Dann hast du beide Waffen. Du hast kein Schnellziehen. Nein, also den anderen Dolch würde ich sowieso wegstecken. Den würde ich nicht permanent in der Hand halten. Jalan. Ich nehme mein Schwert. Ich Hast du möchte gerne auch Schnellziehen? vorziehen. Nein, was kostet mich also eine Aktion? Iserun. Ich möchte vorziehen und den anderen Waffen mitbringen. Das heißt, du greifst wieder zu einer Aktion für eine Waffe. Was möchtest du mitnehmen?
Was liegt denn da noch rum jetzt? Von alles. Drin? Alles, aber du musst jetzt halt wissen, welche Waffe du wem gibst. Wir brauchen was? Da. Drei. Ich nehme das Sonnenzepter mit. Okay. Ist eine Aktion. Ich meine, Jana steht doch neben dir, aber. Der hat sich doch sein Schwert gegriffen, der Dolm. Ja, Idiot. Warum? Ne? Was ist Dolm für. Egal. Okay, du hast das Sonnenzepter. Die Erbse. Ja, genau. Und ich nehme mal an, Rafim kann mit Hiebwaffen umgehen und das wird mit Hiebwaffen geführt. Nee, kann er nicht! Kann er echt nicht? Ich nehme es egal, scheißegal! Du hast den Zepter, ja. Ja, ja. Gut, dann kannst du mit einer Aktion-Position kannst du dich dann auch zu Rafim begeben. Jalan, würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe, erschwert um Arroganz und um Selbstsucht. warte, erschwert um göttergefällige 12. Gib dem Alan Fahner dein Sonnen. Und dann hat Iserun vorgezogen. Ich geb mal Kiafas zweimal Schaden. Oh, geschafft! Hey, hat mir gar nichts gebracht. Das Ding ich hab mich so schon auf das Schwert in Okay, dann geb ich dir ein für dich und ein für Kiafas. Immerhin. Die 10, die 3 auf. Oh, ich hab als erstes Rafim gesagt, ne? Ich würde lieber Kiafas treffen. Ja, komm hier. Nimm meine Parade hier. Sind 8. Okay, hast du pariert, das heißt du kriegst 8, wieder mit vermittertem Schaden, dann geviertelt und... Ja, ein Damage. Ein Damage, hervorragend. Der Quetzlinger hat 2 Aktionen durch, Rafim ist dran, 20. Ich brülle ihm ins Gesicht, Fürkor! Und dann schlage ich ihn nochmal. Iserun steht neben dir. Das ist mir herzlich egal, ich möchte das Ding jetzt niederringen, Waffen sind für Feindlinge. Boom, Doppelschlag. Waffen sind für Feiglinge. Ja. Boom, sogar eine 9. Ein schöner Wahlspruch eines Zahlgeweihten. Ist eine sehr kurgefährliche Einstellung. Das sind sogar 3 Schaden und das eine sind noch 2, glaube ich. Warte mal. Er hat nur noch einen Rüstungsschutz von 3 und nicht mehr von 4. Genau, 5 getan. Ja. Nee. Es sind einmal 3 und einmal 1. Meine 4 Schadenpunkte, diese gehen rein. 3 und 1. Abelmir. Abelmi? Ich würde mal einen Tritt probieren. Eine Attacke plus 3. Ich probiere ihn zu Fall zu bringen. Ja, er pariert nicht, das heißt, du darfst auch gleich. Ach, da kommt wieder der Tretmeister. würfel gleich den Schaden hinterher. Ja, ich würde mal einen Normalschaden jetzt mal. Und kannst du auch gleich dann umwandeln. Ich weiß nicht, ob man auf plus 1 dahinter steht, keine Ahnung. Das ist TPKK, glaube ich. Ah, deswegen. Alles klar. Gut, dann hätte ich 6 verdoppelt, 12, oder? Nee, nicht verdoppelt. Die Parade ist halbiert. Ach, die Parade, okay. Oder? Ja, nee, nur die Parade ist halbiert. Er hat leider ja nicht bestätigt. Genau. Gut. Das sind dann 6 und dann 6 minus 3 sind 3. Das ist der erste Tritt. Umwandeln ist erschwert, dann um wie viel? 4. Ja, dann probier's mal. Plus 2, insgesamt plus 6 also. Nochmal das gleiche. Nein, diesmal nicht. Kiafas? Das ist eine 11. Mensch. Das sind minus 3, 5 Schaden. Carino, die werden nicht halbiert. Beide. Die werden nicht halbiert, weil du geweihter bist. Dann wandel ich mich auch nochmal. 17. Blatt. Nicht geschafft. Iserun, du siehst, wie Ukurian von Rabenmund anläuft und das Zepter von Ukurian Jalan Greifenmund greift. Ja. Und wenn irgendein Ukurian das führt, dann wird das schon in Ordnung sein. Ich wollte gerade sagen, Ukurian ist Ukurian. Nächste Kampfrunde, die 5. Ich habe noch eine Aktion. Du hast noch eine Aktion? Ich springe wieder in den Kampf. Du springst wieder in den Kampf weiter. Also, ich habe auch noch eine Aktion. Oder du hast auch noch eine Aktion? Insgesamt 2 gedauert, beide Dolche zu greifen. Du hast beide Dolche gegriffen und dann sogar noch einen weggesteckt, genau. Also, nächste Kampfrunde, Boltax ist dran. Was kann der in einer Aktion? Sorry. Eine Waffe ist eine Aktion. Ich meinte, er kann in einer Aktion einen wegstecken. So. Boltax. Ja, würde mich dann auch auf den Kampf zu bewegen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe.
Gefahr, eine Aktion Position. Eine Aktion Position. Jo. Und? Jo, dann zweite Aktion, mit dem Bernstein durch zustechen. Mit dem Bernstein durch, ja, geweihter Schaden. Würde treffen. 8, 1 bis 6 plus 1. Sind 5 minus 3 sind 2. Okay, ja, Ukurian von Rabenmund würde tatsächlich jetzt auch vorziehen und auch mal mit dem Sonnenzepter herumtrümmern. Schauen wir mal, ob der trifft. Zweimal, wandelt um, würde auch zweimal treffen und erheblichen Schaden verursachen. Was macht er an Schaden, weißt du das? Nee, ich benutze das nicht zum Kampf. Ist eine Hiebwaffe? Ist eine Hiebwaffe, also es wird so im Plus 3. Plus 3, hätte ich jetzt auch gesagt. Vermutlich plus 3, was keine echte Kriegswaffe ist. Ja, also schlägt zu und haut ordentlich drauf. Nach Boltax, Jalan. Wir machen den Sack jetzt zu. Kann man Dämonen Hammer schlagen? Er ist kein großer Gegner oder sowas. Also große Gegner musst du dir erlauben. Ich weiß es nicht, ist mir egal, machen wir einen neuen Aufschlag. Ich kriege Erleichterung durch verfeindete Freunde im Nahkampf. Hat es nicht auf 2 gekappt? Captain, was auf 2 ist, also eine 7er Erschwernis. Hampel dann hier nicht rum. Er ist ein Angriff, der trifft sogar. Komm also 7 Schaden oben drauf. Was ist das für ein Schwert? Bam, bitteschön, das ist mein preisgeweihtes 1,5 Händler lang Schwert. 19? 19 Preis. Gut. Triss oder stirb. Ja, dann wandel ich um und mach direkt noch einen. Ja, hau rein. Weil der aber umgewandelt ist, machen wir da noch einen 4er Wuchtschlag rein. Das ist eine 8er Erschwernis. Die Waffe fühlt sich so gut an in deinen Händen. Ja, ich bin richtig Spaß am Morden wieder. Ist mir fast verloren gegangen. Ich meine natürlich, friss dies! Nochmal 16 Feuers. Nach Jalan ist Isarun. Das lebt doch? Was? Ich aktiviere mein Flammenschwert. Ja, wie lange? Eine Aktion? Ja, eine Aktion dauert das. Sorry. Also, ich habe 10 übrig, dann macht das 5 extra Dinger. TP oder AT? TP, ne? Also Schaden. Also ich kann zwar auch meine Attacke verbessern, aber das mache ich jetzt nicht. Ich trage das gerade mal ein. Einen Moment bitte. Kein Problem. Ich mach einfach mal meinen dritten Angriff, ja. Ach, du hast ja noch einen dritten, ne? Nee, Isarun darf als erstes zuschlagen. Richtig, ich attackiere und ja. Rafim weiterhin mit seinen Fäustchen. Okay. Schaden. Ja, machen wir mal ein paar. 13 magisch, ne? Mhm. Mittlerweile reißt hier große Löcher in Ukurian rein. Ich meine, immerhin, es gibt 3 Ukurians hier, aber. Ja. Alle Schaltplatten sind unnötig, um sich hinzugehen. Ja, Rafim. Mach jetzt mal einen dritten. Ja, was macht das Vieh? Wen will das Vieh angreifen? Einmal Apelmir und einmal Boltax. Okay. Da möchte ich wieder es provozieren. Und ich meine, da dem Fakt geschuldet, dass es mit mir reden kann, muss es mich ja eigentlich auch verstehen. Ja, das verstehe ich. Travia, du Hundesohn! Ja, würfel nochmal eine Magiekunde. Vielleicht kriegst du dann sogar beide Angriffe getankt. Magiekunde, weißt du, ich bin grottenschlecht in der Scheiße. Boom, mein Junge! Und er schlägt zweimal auf dich zu. Steiger Magiekunde. Ja, den einen. Es knurrt dich an, du siehst, wie eine lange, geschwaltene Zunge aus dem Mund von Ukurian ragt und er dir auf Zayat etwas anknurrt. Ja, ah, das verstehe ich jetzt. Ja, kriegen wir das mit? Ich reiß dich zurück in die Hölle. Ja, ich würde einen Schlag abwehren und ihm ins Gesicht brüllen. Fürko! Ja, dann mache ich nichts mehr, weil ich nichts machen kann. Habe mir. Eine Fußfinger, ich trete ihn sozusagen ins Knie, hinters Knie, damit ihn irgendwie zum Boden zu bringen. Ach, das ist so schön. Wir sind auch noch zu fünft jetzt im Nahkampf, oder? Ja, aber es gibt keine Überzahlregelung gegen Dämonen. Fußfinger, ich muss jetzt ja, eine Gewandtheit oder Parade plus 2 machen. Die erste richtige gruppenbildende Maßnahme. Offiziell darfst du auch mit maximal 6 Leuten um eine Person herumstehen, aber ja. Ist egal. Ja, macht den Schaden. Er muss eine Gewandtheit oder Paradeprobe plus 3 machen. Sonst vier. Fällt er hin. Schafft er. Ist. Paare 1. Aber mir hat noch einen. Keras kann auch schon zweimal irgendwas dann tun. Dann sprint ich zur Kiste.
Ich mache jetzt meinen dritten Kiste. Angriff. Ja, warte. Erst auf Keras. 17 nicht getroffen und die 6 plus 4, das reicht. Dann kommen die geweihten Fäustchen mit 2 Schadenspunkten. Ich gebe noch mal ein blaues Auge mit. Und ein dritter Stich von Yalan. Ja, machen wir keine Faxen, machen wir einen 10er Wuchtschlag. Überzahl gibt's ja offenbar nicht. Nee, gegen Dämonen gibt's sowas nicht. Ein zu wenig. Oh. Ja, dann merkt ihr bitte die plus 10 für den nächsten Angriff. Jo. Weil nächste Kampfrunde. Die 6. Quetzlinger zieht vor. Quetzlinger möchte ganz gerne Boltax und Keras angreifen. Ja, da zieh ich vor und provoziere das Mistvieh. Er will nicht den Typen angreifen, der 10 Punkte Erschwernis auf seine Parade hat. Nein, weil er mag weiche Ziele. Ja, ich möchte das nochmal provozieren, das blöde Mistvieh. Ja, Magiekonter, du kennst den Blödsinn. Steiger Magiekonter. Ja, scheiße, die 20 würfel ich neu. Hier, komm, Chippy, mein Junge. Chippy? Kein Geiz heute. Boom, mein Junge, komm her! Ja, er greift dich zweimal an. Sehr schön, so stell mir das vor. Einmal getroffen. Ja, hier pariert mein Junge. Ja, kein Problem. Wie viel Schaden machst du? 6 plus 5 sind 11. Sind 11. 11 in den Bauch, sind noch 6 über. Krieg ich die halben von, sind 3, sind 2 Schaden, macht er. Gut. Ich glaube, wir können das an dieser Stelle abbrechen. Rafib wird das Ganze wie ein Mann einstecken, wird immer wieder die Aufmerksamkeit des Quetzlingers auf sich ziehen und ihr könnt dann gemeinsam mit Okurian von Rabenmund diesen Quetzlinger, diesen Doppelgänger zurück in die Hölle schicken, wo auch immer er herkam, was auch immer das für Befehle waren, aber eure Mordlust ist fürs Erste befriedigt und ihr schaut dann mit blutenden Waffen auf den zusammengesunkenen Körper von dem Burggrafen. Ja. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen leer. Ihr solltet vielleicht in Gegenwart des frisch Getöteten nicht so sehr kichern. Ich schaue mal etwas schuldig den echten Okurian an. Bei Prios, was war das? Dämon. Ein Dämon. Okay, alle hergehört. Sofort die Waffen wieder in die Kiste. Ich tue, wie mir geheißen. Packen wir das Zeug weg. Und fragen wir mal die Selbstsucht. Die Selbstsucht. Die ich Arroganz. Ich stecke ganz locker mein Schwert dahin, wo es hingehört. Nicht zwischen Raphins Rippen, sondern um den Gürtel. Yalan. Und während ihr. Das Thema nicht schon. Und während ihr zu Yalan blickt, der euch streitsüchtig mustert, endlich hat er sein Schwert wieder, könnt ihr sehen, wie der Himmel aufreißt und Sturzregen anfängt. Es ist immer noch schwülwarm und der Schweiß läuft euch weiterhin vom Körper.